Und damit herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider. Beim letzten Mal haben wir die nette Bekanntschaft von diesen Soldaten hier auf der Insel gemacht. Anscheinend russisch sprechende. Ich brauche ein Feuer. Haben wir hier Feuer? Nicht wirklich. Das sieht mir doch nach einem kleinen Secret noch aus. Ein paar Teilchen. Die nehmen wir gern mit. Gut, EP. Auch nicht verkehrt. Wo war da noch was? Dann mal senken da. Also nur fürs Laternenzerstören gibt's auch was. Bisschen unnötig, aber gut. Ach, hier haben wir auch noch was. Schon wieder eine Voodoo-Maske. Ein Seidenfächer. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Gut. Keine Dämonenmaske. Feuerlampen. Muss es die hier auch noch irgendwo geben? Ich will da jetzt aber nicht nochmal durch. Warte mal, hier ist auch noch was. Na gut. Ist jetzt aber erstmal egal. Wir wollen vorwärts kommen. Hier oben schon. Ich komme, Ross. Aua. Gott sei Dank, du lebst. Ja, schön auf die Wunde fassen, genau. Midgard hatte das hier nichts zu tun. Dich zu sehen, Kleines. Sorry, aber das sieht echt übel aus. So übel noch nicht. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsboot ist da drin. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Na toll. Kein. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Ja, Mädchen, geh mal schnell die Wölfe suchen. Ich frage mich aber auch, was die mit dem Rucksack wollen.
aber eine große Pranke gewesen. Was mache ich jetzt bloß? Das Rudel ist irgendwo da oben. Wie sind die denn da hochgekommen? Den ausnehmen. So. Ich glaube, da graden nur noch ein bisschen was ab. So. Das ist ja auch noch ein bisschen besser. Das Ding ist vollständig. Das sind nur die Outfits. Ja gut, machen wir mit der Pistole weiter. Auch noch 267. Größeres Magazin oder Präzision. Präzision ist auch nicht verkehrt. Nehmen wir das erstmal. So. Gehen wir uns mal ein paar Wölfe holen. Diese Ruinen, Kamakura-Periode. Gehört das alles zu Yamatai? Da geht's hoch. Ja, ja, komm her, du Scheißwolf. Dich gesehen. Darüber müssen wir. Also wir müssen auf den Arm da drüben irgendwie hin. Und war ja klar. Unsichtbare Winde mal wieder. Finde ich persönlich immer schwach, in solche Spiele einzubauen, unsichtbare Winde. Gut, man soll sich halt nicht durchglitschen. Aber trotzdem. Die hat aber auch ein Glück. Ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dich Blitz trifft? So, mein kleiner Wolf, jetzt komm her. Ah, wo bist du? Wo, 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 wo? Ich hab doch gehört. Hier? Na gut, aber ich habe hier was ganz anderes Interessantes gesehen. Den Gim. Was gibt hier Schönes? Wieder so ein Teil. Was mit den Dingern bloß auf sich hat. Achso. Brauche also eine Kletterausrüstung. Die habe ich anscheinend noch nicht. Dann nehmen wir uns jetzt trotzdem die Wölfe. Los geht's. Oh Gott. Da braucht keine Angst, die Gute. Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Ist das ein Flair? Das Vieh verarscht mich. Ja. Okay.
Jetzt zurück zu Ross damit. Stirb. Ist das ein Riesenvieh? Ja, die haben sich ja auch schon den einen oder anderen gesnackt. So. Jetzt schnell da rüber. Wenn wir den Kahn mal treffen sollten. So. Was ist das? Sargefässer. Flicken wir dich zusammen. Schlecht. Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Nine Bells? Ich würde eher sagen, auf der Volkshochschule. Gegen einen Sterbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Du solltest die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Also diesen weißen Stein kann man hochklettern. Oder diesen grauen, hellgrauen, wie auch immer. Das können wir ein bisschen abkürzen, aber da wir jetzt eine Kletterausrüstung haben. Da, wo war das? Das ist, glaube ich, eine Ebene höher.
Ah, genau. Das wollte ich. Dann machen wir doch das hier noch schnell. Ziemlich düster hier drin. Boah, sieht wirklich gar nichts hier dran. Stockduster. Ab der Unwürdigen. Gott sei Dank hat Ross mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Tragen ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das nehmen wir. Da werde ich, glaube ich, noch nichts leisten können. Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. Ah. Ich brauche Feuer. Ah, da drüben ist Feuer. Nicht hier. So, ich muss den Mist hier wieder hinschubsen. So. Jetzt ist das auch hoch genug. Worden sein. Unglaublich. Oh, das ging schnell. Schaffen wir. Wir gehen noch schnell zum Lagerfeuer. Was gab's da Schönes? Das ist doch. So. So, jetzt wieder. Warte mal, gibt's hier bestimmt noch was zum Sammeln. Zusätzliche Belohnung bei Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteln.
Genau. Nehmen wir das noch. Und die drei komplett. Sind auch schon über 300. Können wir, glaube ich, was machen mit. Präziser ins und erhöht damit den Schaden. Dann können wir schneller schießen. Dadurch sind wir präziser. Größeres Magazin. Was ist das? Salvenmodus. Mit 3 Schusssalven. Ah, das ist Munitionverschwendung, finde ich. Naja, dann machen wir ein bisschen was für unsere Präzision. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.